Was haben wir denn hier? Ein Food Offering. Was für ein Zufall. Sind das nicht diese Symbole, die auch auf dem Schloss sind? Was ist denn das? Schlüssel. Pull the board up. Okay, jetzt kommen wir an den Medizinvorrat. Das ist praktisch. Und hier sind ein paar Dokumente. Huang Ming Chung am 20. April, die 17. Der 17, so. Okay. Ja, und am Bein hat er was. Nee, Left Wrist. So. Von der anderen Seite an kriegen wir es wahrscheinlich nicht auf, oder? Nee. Schade. Okay, ich speichere nochmal. Hau rein, lass es dir schmecken. Was sieht aus wie bei Saw? Notfallduschen und Augenduschen. Irgendwas ist im Wassereimer. Der zweite Würfel. War jemand hier? Der Boden ist nass. Farbverdünner. Wofür brauchen wir denn Farbverdünner? Achso. Und die führt genau hierhin, dachte ich mir schon. Ja, dann kann man ja auch nochmal speichern, wenn man schon mal hier ist, ne? Vor allem, weil ich Angst habe, dass das Ding, mit dem wir da gerade Essen gegeben haben, immer noch da ist. Huh. Ja, kann man so bestätigen. Ich denke, hier auf dem Stockwerk haben wir alles gesehen, was man sehen kann. Jetzt sind wir im dritten Stock, da müssen, wo wir eigentlich hin mussten. Blut. Das sieht einfach aus wie ein Klassenzimmer. Ein einzelner Tisch und ein Stuhl sind in der Mitte der Klasse. Und da ist irgendwas eingraviert. Wörter und Symbole. Man kann sie noch nicht lesen. Bisschen Farbverdünner drauf, ja, dann passt das schon, ne? Nee. Ein paar Würfel drauf, dann passt das schon, ne? Nee. Ja, Halskette drauf, dann passt das schon, ne? Ja, da hab alles versucht.
Was ist denn das? Du bist gruselig. Ist hier denn noch irgendwas vielleicht? Ja, ja, sag ich doch. Dass hier was ist. Wir gehen noch mal ins untere Stockwerk. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben diese beiden Würfel. Also was können wir damit anfangen? Da waren wir auch schon drin. Am besten einfach nochmal alles durchschauen. Nochmal hier rein. Das war ja der Klassenraum von dem Wei. Vielleicht war hier noch was? Oh, ein neues Food Offering. Die scheinen hier immer neu zu spawnen. Hier in der Dusche war nichts mehr, oder? Okay, wir schauen mal mit dem Food Offering, ob uns das irgendwas bringt im nächsten Stockwerk. Achso, ja, weiß ich doch. Schauen wir nochmal. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Da rechts ist ja auch noch eine Treppe. Da waren ja diese Symbole. Irgendwie müssen wir also die andere Treppe aufgeriegelt kriegen. Um da vorbeizukommen. Warte, da steht doch noch was, oder? Schade. Hätte ja klappen können. Das ist das Büro.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht hier was übersehen haben. Aber sieht ja auch nicht so aus. Vorsichtig und jetzt geht's wieder. Ich weiß. Ah. Mit dem Farbverdünner konnten wir den Talisman da wegwischen und jetzt kommen wir in die Tür rein. Jetzt können wir die Tür öffnen und kommen in den Raum rein. So. Eine Karte. Wir müssen die Namen der Provinzen wissen. Da steckt ein Messer im Tisch. Bisschen rostig, aber immer noch scharf. Hier kommen wir raus. Kalender. Poster. Das ist ein gruseliger Raum. Keramikschale. Ich kann sie nicht aufheben, weil sie irgendwie an den Tisch geklebt ist. Da sind Kratzspuren drin. Okay. Die Würfel werfen. Okay, wir brauchen noch einen Würfel mehr. Wassereimer. Mit dem dritten Würfel, ja, das passt ja perfekt. Alkohol und Zigaretten. Warum sind das Zähne? Das waren doch eben Würfel, oder nicht? Ja, mein Reden. Auf jeden Fall ist es 11, das ist ja wichtig. 6, 2, 3. Nachdem ich die Würfel in die Schale geschmissen habe, wurden sie zu Zähnen. Bedeuten die Nummern irgendetwas? Was war das? Ah, wir können die Schüssel mitnehmen. Und haben die Würfel aber nicht mehr? Ja gut, sind ja auch Zähne geworden. Dann haben wir halt die Zähne nicht mehr. Und das war doch vorher noch nicht da, oder? Kehle durchschneiden. Die Prophezeiung ist erfüllt, wenn ein Opfer mit dem Blut eines Unschuldigen gemacht wurde. Gut zu wissen.
Okay, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt das Messer neu, die Schale und wir haben die Zahlen. Die Frage ist, was können wir damit anfangen? Ich gucke mal, ob uns das hier weiterhilft. Okay, es scheint uns hier nicht weiter zu helfen. Mal schauen. Vielleicht können wir ja mit dem Dude da was anfangen jetzt. Theoretisch müssten wir ihn mit dem Messer ja losschneiden können, wenn ich... Ne? Nein, nein! Ich will nicht. Na schön. Das war nicht meine Intention, dass ich das nur noch mal kurz rausstelle. Da konnte ich nicht mit rechnen. Auch wenn da was von Blut mit Unschuldigen und Kehldrüsen einstand, aber nee. Hat er gerade die Augen aufgemacht? Ich wollte ihn doch nur losschneiden. Wirklich, ich wollte ihn nur losschneiden. Und was machen wir denn mit dem Blut? Ich weiß gar nicht, warum ich so zielstrebig langlaufe. Ich probiere es mal einfach mit dem Tisch da zu kombinieren da oben. Buch. Ja, ich denke mal, das können wir jetzt aber benutzen für das Schloss unten. Ja, wer hat die da eingeritzt? Das fragt man sich jetzt natürlich. Mann, das tut mir auch voll leid für den Jungen. Ich wollte das nicht. Ich weiß aber nicht, ob man das hätte verhindern können oder so. Aber naja.